Das meine ich. Das ist halt wirklich einfach wie so ein Chunk an Schokolade. So geil. Hallo ihr Lieben. Ich habe ein bisschen neues Set, aber ich bin wieder zu Hause und ich bin schon wieder krank. Nicht immer noch, sondern schon wieder. Ich hatte das C-Wort vor einiger Zeit und jetzt irgendwie habe ich so Mandelschmerzen und ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch das ist und ich mich einfach nicht erholt habe, was Sinn machen würde, weil ich mich nie erhole. I don't know. Aber ich schmecke noch was und ich weiß nicht, ob ich noch lange was schmecke, weil ich das letzte Mal eine Weile nichts mehr geschmeckt habe danach. Deswegen, und draußen ist der übelste Sturm, ich weiß nicht, ob ihr es hört. Keine Ahnung, ich höre es und ich finde es richtig krass. Aber ich habe hier was ich schon so lange probieren wollte. Und zwar, also ich habe das, bevor ich das letzte Mal jetzt in die USA geflogen bin, nach Weihnachten geholt, aber nicht mehr reviewed. Und ihr habt es bestimmt auch schon bei Rewe gesehen. Vanilla Pistachio. Ja, ich finde das ist ein bisschen unsatisfying, kleiner Becher. Also ihr wisst ja, ich esse eigentlich immer viel lieber Pints. Das hier ist so ziemlich genau ein Half Pint. Ja, 250 Milliliter und 145 Gramm. Das heißt, auf ein Pint gerechnet, 500 Milliliter wären es 290 Gramm. Das heißt, es ist auch ein sehr luftiges Eisen. Es ist auch sehr, sehr leicht. Ich glaube, es hat 2,99 gekostet. Und es ist Bourbon-Vanilleeis, verstrudelt mit 13% Pistaziencreme und 6% Pistazienstückchen. Also Vanilleeis mit Pistaziencreme, Pistazienstückchen. Eigentlich voll geil. Und das Interessante ist, Koro hatte mich damals approached, eigentlich nur um eine Sorte Eis für den Supermarkt zu machen. Kleiner Insider. Und zwar sowas in die Richtung Vanilleeis mit Pistaziensoße und Stückchen oder so. Aber eben geil und chunky und nicht luftig. Kann aber sein, dass er trotzdem geil und chunky ist, weil immerhin 16% Mix ins hier, das finde ich eigentlich ganz cool. Nur, dass es Luft ist wahrscheinlich nicht ganz so cool. Es ist von Eisbär-Eis. Und die machen ja eigentlich alles Eis für Rewe, was so im Pint-Ding ist. Und die hast du das eingedickte, entrahmte Milch. Dann haben wir pflanzliche Fette, Kokos- und Palmfett. Irgendwas, Molkenerzeugnis, Zucker, 8,2% Pistazien, das ist cool, das ist nicht wenig. Dann Glukosirup, Glukose, nochmal pflanzliche Öle, Emulgatoren und bla bla bla. Bourbon-Vanille-Extrakt und nochmal gemahlene, extrahierte Bourbon-Vanille-Schoten, wahrscheinlich, dass es so aussieht, also dass man diese Pünktchen drin hat. Ja, ich glaube, viel mehr brauche ich dazu nicht mehr sagen, außer die Nährwerte, diesmal vergesse ich sie nicht. Wir haben auf 100 Gramm, das ist relativ hoch, 302 Kalorien, 20,1 Gramm Fett, also richtig viel Fett. Das ist richtig viel, aber schon, doch, doch, das ist schon viel. 25,2 Gramm Kohlenhydrate, davon sind 22,4 Zucker und 4,5 Gramm Eiweiß. Und Nutri-Score D, ja, wenn nicht sogar E eigentlich, oder? Ich weiß auch nicht, wer sich das ausdenkt. Ich hätte jetzt gedacht, das ist E. Aber das heißt, wir haben pro Becher ungefähr 450 Kalorien. Knapp. Weil wir ja ungefähr 150 Gramm haben, 145. Und ja, ich glaube, ich mache es jetzt einfach mal auf. Schreibt doch mal drunter, habt ihr das schon probiert? Okay, geilo. Das sieht aber schon echt nach einigen Stückchen aus. Also hier sind Pistazienstückchen. Ich hatte ja gerade das Pistachio Ben & Jerry's in den USA. Die Review habe ich hier noch gar nicht hochgeladen, aber kleiner Spoiler. Da hat es mich gestört, dass die eben nicht gesalzen waren und es so ein bisschen einfach bland war. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie das im Vergleich zu dem Pistachio ist, weil das in den USA hatte auch keine Soße und das habe ich auch bemängelt. Allerdings hat es einen Pistazien-Eisbasis. Also schauen wir mal, was das jetzt hier ist. Ich glaube, es wird einfach alles pistazig schmecken, weil die Soße überall verstrudelt ist, wie ihr hier sehen könnt. Es ist, oh, es ist super luftig, fast wie Sahne. Krass, ja. Wow. Es ist das krasseste Lufteis ever. Es fühlt sich an wie 50% Luft, was es nicht ist. Dadurch ist es jetzt auch erstmal nicht so krass geschmacksintensiv. Das ist interessant. Die Soße, die ist fast schon so ein bisschen wie so weiße Pistazienschokolade. Hat so ein bisschen so ein Biss. Ich weiß nicht, ob ihr das hier seht. Wahrscheinlich haben sie da Pflanzenfette mit reingemacht. Dadurch ist es eher wie so eine Schokolade. Das ist geil. Das ist richtig geil. Das ist echt fast wie so eine Chunky-Soße. Das gefällt mir richtig gut. Und wie erwartet, schmeckt man jetzt einfach nur einen guten, also die Basis ist eine gute Basis. Die ist einfach lieblich.
und lässt die Pistazie eben gut wirken, dadurch, dass es eine Vanillebase ist. Ich finde es geschmacklich ultra gut. Richtig gut. Konsistenzmäßig ist halt nicht meins. Ich sehe auch schon, es sind wirklich viele Stückchen drin. Ich probiere jetzt mal so eine Pistazie hier. Ja, pure Pistazie. Aber auch hier nicht gesalzen. Ich fände das cool, weil das Eis ist schon sehr süß. 22% Zucker. Und so diese gesalzene Pistazien würden dem echt was Gutes tun. Aber ja, mir ist halt viel zu luftig. Wenn sie das in dichter machen würden, ich glaube, ich würde es richtig feiern. Und dann vielleicht noch von diesen geilen, weil das ist echt richtig lecker, Pistazien-Schokoladensoßen-Dingern, nenne ich es jetzt einfach mal, davon vielleicht noch so ein bisschen Chunks rein. Also richtige Bunker, wisst ihr? Dann finde ich es, ja, das wäre so meine, so würde ich es verbessern. Liebe Grüße gehen raus an Eisbär. Also schreibt mal drunter, ob ihr es auch gehabt habt und ob ihr es ähnlich seht wie ich oder ob ihr sagt, nö, ich finde es geil und ich finde es auch nicht schlimm, dass es luftig ist und dass es nur ein halber Pint ist. Ich feiere das richtig. Das ist wie so ein Pistazien, weiße Schokoladen, leicht kokosiger Geschmack, Stracciatella fast schon. Das kam überraschend. Und das ist auch so richtig schön süß. So eine Mischung aus Schokolade und Frosting. Pistazien-Frosting. Lieb's ja süß, ne? Dazu noch gesalzene Pistazien. So, Lidl ist schon viel zu lieb. Ich nochmal kaufen. Ich würde mir zwei kaufen, sie in einen Pint füllen und noch irgendwelche Chunks reinmachen. You know me. Dann wird's auch gleich wieder schwerer. Das meine ich. Das ist halt wirklich einfach wie so ein Chunk an Schokolade. So geil. Kleiner Nachtrag passend zum Video. Ich habe hier noch einen Salted Pistachio Cup von Koro. Not sponsored at all. Leider. Aber die, glaube ich, wären geile Chunks da drin, wenn sie gut schmecken. Das probieren wir jetzt mal. Upsi. Upsi doppelt. Ich finde, die könnten noch saltier sein, weil sie sind richtig geil, so krasse Mousse in der Mitte. Dunkle Schokolade ist lecker, ist aber sehr stark im Geschmack und nimmt so ein bisschen was weg von dem Pistaziengeschmack. Also nicht ein bisschen, sondern sogar sehr viel. Ich glaube, wenn hier noch so kleine crushed salted, wirklich mit fetten Meersalzstückchen, Pistazienchunks in dieser fluffy Creme wären, das wäre auch wieder so ein Konsistenzding. Da hätte man die crunchy Schokolade, die extrem fluffige, süße Pistaziencreme, die übrigens nicht zu süß ist, und dann noch so wirklich meersalzige, chunky Pistazienstückchen drin. Das wäre noch geiler. Und vielleicht tatsächlich auch eine hellere Schokolade. Ich weiß, es muss vegan bleiben. Es gibt ja auch gute Vollmilchschokoladen vegan oder sogar weiße. Das wäre natürlich top-notch. Aber die als Chunks hier in dem Vanilla Pistachio, why not?